Okay. Wie ihr sehen könnt, verbringe ich gleich die erste Nacht in der Wand meines eigenen Hauses. Ich habe mir Jeans Kamera ausgeliehen, um meine Erlebnisse zu dokumentieren. Hör auf, Bob, es ist schon spät. Und von Louise habe ich ein Kutschikuppi-Nachtlicht. Kutschikuppi! Kutschikuppi, Kutschikuppi-Nachtlicht. Jedenfalls ist das mein Lager für heute Nacht. Guckt mal her. Oh, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, Lindas Eltern haben gerade Sex. Ich hoffe echt, dass die verhüten. Ich werde mich nämlich nicht um das Baby kümmern. Ich mache ein Sample davon. Oh, hallo. Seid ihr auch hier? Wow, heute im Doppelpack. Okay, packen wir es an. Du hörst dich wie meine Großmutter an. Ich kann dich nicht verstehen. Und du hörst dich wie mein Großvater an. Bitte hört auf rumzumachen, bitte hört auf. Jean, du bist dran mit deinem Referat. Meine Großeltern besuchen uns gerade und die haben schon während der Prohibition gelebt. Also, ich spiele euch vor, wie es sich anhört, wenn sie im Nebenzimmer Sex haben. Was? Ab zum Direktor! Sofort! Ja. Vater, zu deinen Lebzeiten war dieses Restaurant dein Verderben. Jetzt bist du tot und dein ruheloser Geist sucht diesen Ort heim. Sprich zu uns, Vater! Louise, bist du das? Habt ihr das gehört? Ja, hier ist Louise, deine Tochter. Tritt ins Licht, Vater! Ah, ich verstehe, sehr witzig. Ich bin ein Geist. Fragt ihn alles, was ihr über das Jenseits wissen wollt. Sind Sie aus Ghost, Nachricht von Sam? Nein, Louise hat euch doch gerade gesagt, dass ich der Geist ihres toten Vaters bin. Los, nächste Frage. Sind Sie der Geist aus dem Film Ghost Dad? Was habe ich gerade gesagt? Sowas fragt ihr einen Geist? Wisst ihr, was ich mit euch machen möchte? Eure Seelen aufessen. Nein! Oh Gott, er hat mich! Oh, wenigstens hältst du mich jetzt im Arm. Darf ich mal erfahren, was hier los ist? Entschuldigung, Lynn. Ist ja sehr schön, dass du Spaß hast. Ich schufte dann mal weiter in der Küche, bediene die Gäste und kümmere mich um die Kinder. Oh Mann. Lynn, sei nicht sauer, komm her. Wohin? Komm rüber zu meiner Hand. Na schön, na schön. Ich möchte dein Haar streicheln, so wie du es gern hast. Ist das nicht schön? Oh Gott. Entschuldigung, Kratzen im Hals. Linda, so räuspert sich deine Mutter auch immer, genau so. Ja, und? Na, erst machst du Geräusche wie sie und als nächstes schreist du... Keine Bäre, lies deine Maxim. Du meckerst schon ganz genauso wie sie. Upp, wo ist dein Haar? Ich werde sicher nicht so wie meine Mutter. Die Toiletten sind echt dreckig. Wer war der Letzte auf der Toilette? Sie gehen da wieder rein und wischen die Klobrille ab. Hey, mecker meine Kunden nicht voll. Und du schrei meine Mutter nicht an. Du könntest eine Meckerei eröffnen. Linda, mein Engelchen, ich sehe doch, du schaffst das hier nicht allein. Dein Vater und ich haben beschlossen, dass wir noch eine Nacht bleiben. Was? Nein! Wir bleiben so lange, wie wir gebraucht werden. Nein, 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 nein! Klopf, klopf. Wer ist da? Ich muss nachsitzen. Oh, nicht schon wieder. Ja, aber ich mach mich nicht fertig deswegen. Es ist eigentlich Dads Schuld. Wegen des Geschichtsreferats? Ja. Danke, Mom. Du, wir brauchen dich hier wirklich. Wir nehmen alle Hilfe an, die wir kriegen können. Nein, 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 Linda. Ich komm gleich raus hier. Die müssen doch nicht bleiben. Ich hab eine Idee, eine neue Idee, wie ich hier rauskomme. Ist mir gerade eingefallen. Ich komme gleich. Oh, weia. Verfluchtes Rohr! Wo ist der jetzt hin? Ich kann ihn hören. Ich steck fest. Ja. Ja, ich weiß, Bob. Nein, ich steck wirklich fest. Was redest du denn da für ein... Oh, willst du damit sagen, dass du vorher nicht festgesteckt hast? Nein. Du hast nur so getan. Das kann ich echt nicht glauben. Bob's Burgers? Hi, Linda, hier ist Teddy. Oh, hi, Teddy. Ich komme jetzt zu euch und hol Bob raus. Weißt du was? Du brauchst nicht mehr zu kommen, um Bob rauszuholen. Ach, echt? Ja, alles in Ordnung. Was? Nein, Teddy, du musst mich hier rausholen! Ach, Teddy! Teddy! Viel Spaß da drin! Linda! So, das ist mein dritter Tag in der Wand. Ich würde so wahnsinnig gern kacken gehen. Das wäre echt gut. Ja, okay. Da oben komme ich wohl nicht raus. Oh, ich habe einen riesen Splitter. Oh, mir wird so schwummerig. Behalt die Nerven, Bob. Hier sind Spinnen, überall! Oh, auf mir! Weg! Du verstehst mich doch, Nachtlicht, oder?